Theoretisch, wenn ich mich nicht irre, müssen wir uns in 2020 befinden, oder? So sieht es bisher von hier oben aus. Ich nehme das hier sogar tatsächlich noch in 2019 auf, Alter. Leute, diese Folge wurde vor einem Jahr aufgenommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, aber theoretisch müsste heute der 1. Januar sein. Der 1.1.2020. Leute, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Feier gestern. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, niemand hat Raketen in die Hand genommen und ist, hat sie losgelassen, hoffentlich. Ich hoffe, niemand von euch hat große Scheiße gebaut oder so. Ich hoffe, ihr wart alle lieb und brav. Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Ich hoffe, euer neues Jahr wird gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, jedem hier geht's gut. Heißt, ich muss mal kurz ins Bett gehen. Und dann kann ich euch das Endergebnis jetzt gleich mal zeigen. Ich muss sagen, dieses Blöcke setzen, da ist immer wieder ein Spaß, Alter. Das Ding ist, ich weiß immer nicht, ob ich das jetzt in den gleichen Maßstäben mache wie sonst, aber ich würde sagen, ich habe das hier wieder relativ, hinbekommen. Also ich muss sagen, mir fehlt so ein bisschen die Mischung hier. Die Mischung ist so ein bisschen, es ist zu viel Stone meiner Meinung nach. Aber sonst ist es eigentlich ganz, ganz okay geworden. Es ist jetzt nicht schlecht, es ist auch nicht perfekt. Aber ich find's nett. So, und das Erste, was ich jetzt erstmal machen werde, wird sein, dass ich hier ein paar Kisten setze. Und wir hier mal wieder den Stuff einsortieren, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Dass wir die Kisten auch wieder ordentlich setzen. Weil dann kann ich auch kurz einmal rumgehen und meine Kisten, die hier überall stehen, theoretisch einsammeln. Auf der Hoffnung, dass hier nicht zu viel Stuff drin ist, den ich nicht einsammeln kann. Weil hier unten stehen ja auch nochmal massig an Kisten, die wir für den Bau benutzt haben. Weil dann sortiere ich das gleich alles ein. Und wir müssen außerdem auch noch, fällt mir gerade auf, wir müssen hier auch noch den Boden reinziehen. Das müssen wir auch noch machen. Und die Treppe hier müssen wir auch noch bauen. Oh, Mann. Warum habe ich das denn nicht gleich gemacht? So, Leute, ich habe jetzt das sortiert. Beziehungsweise, was heißt sortiert, Alter? Ich habe alles in eine Kiste geworfen, habe nur den Cobblestone und die Erde rausgesortiert. Der Rest ist hier irgendwie verteilt drin. Und habe noch ein paar Öfen daneben gepackt, dass, falls ich mal wieder was brennen muss, ich hier auch genug habe. Ich muss zwar auch noch Kohle von oben dann holen für die Öfen, aber das ist ja alles machbar. So, was ich heute definitiv aber noch machen will, ist, ich will noch mir ein bisschen Cobblestone, ein bisschen Stein schnappen. Und dazu eigentlich ein bisschen Bruchstein. Ich habe hier immer ganz viel Stein mit reingelegt. Das habe ich gesehen. Wir haben noch so viel Stone in unseren Kisten gehabt, was ich nie in irgendeiner Weise benutzt habe. Das ist richtig crazy, Alter. So, und das war's ja. Wir haben jetzt wieder hier auf jeden Fall 4 Stacks davon. Und es ist schon wieder Nacht, Alter. Diese Welt hat mich verflucht mit der Nacht. Wirklich jetzt. Es ist so oft Nacht in diesem Projekt. Ich möchte, in den Statistiken kann man doch sehen, wie oft man schon geschlafen hat, oder? Das würde mich echt mal interessieren, das müssen wir mal in irgendeiner Folge nachgucken. Dass wir irgendwie bei Folge 100 oder so, dass ich mal meine Statistiken mit euch angucke, damit ihr seht, was wir alles so gemacht haben, wie viel Zeit wir hier verbracht haben. Also was man auf jeden Fall eh abziehen muss, ist die AFK-Zeit. Ich stand hier, also ich stehe hier manchmal wirklich Tage, bestimmt stand ich hier schon AFK, wenn du es nach der Echtzeit nimmst. Deswegen also von der Ingame-Zeit an sich kann man, glaube ich, hier eh nicht ausgehen, weil ich halt nicht immer aktiv bin, so. Aber trotzdem wird es, denke ich, schon eine krasse Zeit, wenn wir bei Folge 100 angekommen sind. Achso, ja, und das Erste, was ich jetzt hier erstmal wieder machen muss, sind die Bäume abfarmen, weil ihr wisst ja, wenn da unten das Dirt ist, will ich hier einfach nicht den Boden bauen, da farme ich lieber kurz die Bäume ab. Alter, Leute, ich war schon in einer der letzten Folgen auf Toilette, Pipine, aber ich muss schon wieder. Die Blase, also ich habe echt eine kleine Blase scheinbar, so oft wie ich pullern muss. Das ist echt unfassbar, Leute. Ich muss mal ganz kurz, ich sammle das hier kurz ein. Und ich bin mal ganz kurz bin ich mal auf Toilette. Alter, Mann, hör auch auf Toilette. Ich bin ganz kurz auf Toilette, Leute. Bis gleich. So, Leute. Blase ist wieder entleert. Wie läuft denn das bei euch eigentlich ab, Leute? Also bei mir ist es so, ich habe einen Heizkörper in meinem Zimmer. Keine Bodenheizung oder so. Und ich habe nachts mein Fenster offen, Leute. Ich liebe es. Also wirklich, Leute, wenn ihr nicht mit offenem Fenster schlaft, dann verpasst ihr in eurem Leben einfach was. Es ist einfach so. Das Ding ist, wenn man frühst dann aufsteht, dann ist immer richtig das Zimmer richtig eisekalt. Und das ist, geht schon ein bisschen auf den Nerv. Vor allem so bei mir ist es so, dass ich meine Heizung dann anmache und entweder wird es zu heiß in dem Zimmer oder es bleibt einfach durchgehend kalt. Und das Problem ist dann auch noch, dass der Boden ist durchgehend kalt. Egal wie warm es in dem Zimmer ist, es braucht erstmal so 2, 3, 4, 5 Stunden, damit der Boden auch warm wird. Und das ist halt natürlich einfach ein bisschen suboptimal. Naja, ich laufe eigentlich immer mit Socken rum und habe, naja, ich habe auch oft Hausschuhe an, aber hauptsächlich laufe ich mit Socken rum.
Und wenn dann der Boden kalt ist, werde ich natürlich ganz schnell krank und dann weine ich wieder. Nein, okay, das nicht, aber ne, ich denke, ihr versteht schon, was ich meine, so relativ. Das ist echt blöd, wenn das Zimmer komplett warm ist und der Boden einfach kalt und dann fühlt sich einfach komisch. Und Mann, Alter, diese. Mann, ich ver. Nee, ich verabscheue diese Minecraft-Welt, Alter, diese Ruck. Was ist denn das? Jetzt mal ganz ehrlich. Und nein, es liegt nicht an meinem PC. Das Feuer überträgt sich sogar auf den Boden. Keine Ahnung warum. Und Leute, Falltüren fehlen hier. Guck mal. Da fehlen einfach die Falltüren und Zäune sogar auch. Habe ich beides gar nicht dabei, muss ich gleich erstmal holen. Dann bessern wir den Pfusch aus, so da dürfte nichts mehr passieren. Da fehlen wirklich Falltüren und Zäune, aber warum sind denn die da nicht dran? So, dann haben wir nämlich da drüben das Abteil auch schon wieder fertiggestellt. Und och nee. Warum ist das Ding denn da noch oben? Warum ist denn da noch eine Werkbank? Ich glaube, die habe ich mal gesetzt, als er. Nee, die hab ich gesetzt, als sie diesen Fahrstuhl da gebaut haben. Den da. Da habe ich die gesetzt. Das ist einfach schon richtig viele Folgen her. Welche Folge waren das? Das ist schon echt krass lange her. Ich glaube, da in der Folge habe ich über den YouTube-Konverter geredet. Das war theoretisch. Das war einer der Anfangsfolgen. Sollte nicht so alt sein. Allein ich finde jetzt schon. Ah, Mann, Wuffi. Ich finde jetzt schon den. Ich würde sagen, Prozess heißt, sagt man dazu Prozess, nee, ne? Das ist eher die Entwicklung. Finde ich krass, so wenn man sich die erste Folge anguckt und guckt, wie es hier aussah. Und wenn man sich dann jetzt hier den Hafen anguckt, ist schon heftig, oder? Muss man wirklich sagen, sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. So, dann leuchten wir hier noch alles kurz aus, damit hier auch ja keine Monster in der Nacht spawnen. Und was ich jetzt noch auf jeden Fall machen will, ist einmal die Bäume hier unten abbauen. Die Bäume stören mich richtig. Und was wir definitiv dann auch noch ausbessern müssen, ist das hier. Hier fehlt ja auch noch jede Menge an Zeug, ne? Also wirklich, hier fehlt ja noch fast alles, dass wir hier noch die Details auf jeden Fall hinbauen. Deshalb, ich weiß gar nicht, warum ich das immer nie fertig gemacht habe. Weil jetzt bin ich wirklich so, ich will mal erst ein Abteil fertig haben. Und dann fange ich erst mit dem nächsten an. Nur jetzt wäre erstmal für die nächste Folge die Mission, dass wir hier unten erstmal hier alles ausdetailen, also da drüben alles ausdetailen. Da muss der Boden verlegt werden, die Treppe muss gebaut werden. Und dann kann ich erst mit dem oberen Abteil weitermachen. Und da unten fehlen auch Half-Steps. Ich sage die ganze Zeit Half-Steps. Da fehlen keine Half-Steps, sondern da fehlen. Och Mann, da fehlen Falltüren. Mann, mein Kopf arbeitet schon wieder so extrem langsam, das ist unfassbar. Und dass schon wieder Nacht in dieser Welt wird, ist auch unfassbar. Gefühlt, die letzte Nacht war erst 2 Minuten her, Alter. Und es ist einfach schon wieder Nacht. So, ich gehe jetzt nochmal hin und werde ganz kurz da drüben ich wollte schon wieder Half-Step sagen, die Falltüren setzen. Und danach gucken wir uns das ganze Ergebnis mal von oben an. Weil theoretisch, Alter, guckt euch mal an, wie geil das hier schon aussieht. Ihr lauft hier lang, Alter. Ihr seht so den Hafen hier überall gebaut. Ist da unten Hafen, Hafen, Hafen. Es ist echt nice geworden. Ich bin auch froh, dass wir uns früher, als wir den Hafen angefangen haben zu bauen, dass wir uns für dieses einfache Design entschieden haben und nicht für dieses extrem ausdetailte, was wir ja da gebaut haben oder was ich mir da ausgedacht habe. Weil das hier sieht echt 10-mal besser aus als das, was wir da hatten. So, und jetzt guckt mal. So sieht es bisher von hier oben aus. Ich kann mal den Berg noch höher gehen. Also ich muss so wirklich sagen, mir gefällt es richtig gut hier und das hier kann ich mal abreißen. So sieht es bisher von hier oben aus. Ist nicht so eine perfekte Sicht drauf, aber ich muss sagen, mir gefällt es schon echt gut. Man sieht halt mittlerweile so relativ schon, was da draus wird, ne? Klar, man sieht jetzt von hier oben nicht die Ebenen, es ist ja auch immer perspektivenabhängig, wie was aussieht. Aber jetzt stellt euch mal vor, das hier wird weitergeführt und später, wenn wir hier runter gucken werden, ist dort überall dieser Hafen weitergeführt. Dort geht eine Treppe hoch. Hier ist der Hafen, also dieses Mauerdesign weitergeführt. Und da sind dann Häuser drauf oder eine Statue, irgendwas wird da drauf kommen. Dann geht man dort rum, dort ist überall der Hafen weitergeführt. Hier ist der Hafen, dort ist das große Tor. Hier geht das alles weiter. Dann wird das bis nach da hinten gezogen. Das wird bis nach da hinten gezogen und Leute, mein Kopf explodiert. Aber ja, ich denke mal, ihr habt schon relativ raus, wie meine Planungen aussehen. Leute, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, dass wir da unten mal alles ausdetailen werden. Morgen um 17 Uhr werden wir das machen. Leute, bis dann und ciao.